Ja, herzlich willkommen zur neuen XXR-Ausgabe. Heute bitte ein bisschen kleiner. Die letzten Updates waren ja groß, sag ich mal, groß. Also ein bisschen mehr, aber heute machen wir 4 Filme. Wie gesagt, es ist ja immer nicht. Also ich kaufe jetzt auch viel, aber es wird halt nicht jede Woche viel. Und da ich ja jeden Sonntag wirklich ein Video raushauen will, ist es denn heute mal ein bisschen kleiner. Aber diese Ausgabe seht ihr wahrscheinlich erst am 29. November, wenn ich jetzt ganz richtig bin. Ich muss mal hier im Kalender gucken. 29. November. Ich weiß gar nicht, dass, wenn ihr das jetzt guckt, ob da schon der erste Advent ist. Ich weiß es gar nicht. Ist da schon der erste Advent? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, 4 Sachen nur. Und das Video, wenn ich das heute öffne, dann heute haben wir, glaube ich, aus dem 10. Oktober. Also ich habe ja gesagt, ich produziere die Videos vor. Ja, wie gesagt, dann sammle ich immer ein bisschen mehr zwischendurch und dann kann ich ein bisschen Größeres machen. Aber jetzt habe ich die 4 Filme und da habe ich gesagt, gut, weil jetzt, ich habe nichts bestellt, ich erwarte nichts. Ein einziger Film, das ist immer noch Flat mit, nicht Lawrence Fishburne. Ach, weiß jetzt noch nicht, wie der hieß. Naja, ist egal, so ein älterer von NSM. Und ja, ich immer noch nicht von Saturn, aber sonst habe ich nichts weiter bestellt. Wie gesagt, vielleicht November hole ich mal nochmal was in Müller. Ja, deswegen ist es jetzt nicht so viel. Da ich sage, traue ich das raus, weil ich jetzt nicht habe weiter im Oktober, jetzt wo ich das aufnehme. Und ja, wollte ich sagen, fangen wir mal an. Wo fangen wir an? Fangen wir gleich an mit der 4K. Da hat man einmal hier, ich weiß nicht, ob man sieht, Force of Nature, der neue Film mit Mel Gibson. Ist sogar in 4K. Wundert mich, weil es ist, ich weiß nicht, ob man sieht. Ah, wo ist es? Splendid Film. Die haben bisher auch erst eine 4K rausgebracht. Das ist der Expendables 3, nur den dritten Teil. Ja, haben ja viele schon gesagt, der ist nicht. Aber ich mache immer meine eigene Meinung, ich bilde mir meine eigene Meinung. Sollte auch jeder machen, weil ich höre da nicht mal drauf. Viele Filme, da auch gesagt worden, die sind scheiße, schlecht, haben mir trotzdem gefallen. Er soll wohl nicht so lange mitspielen, Mel Gibson. Ja, mal sehen. Also ich lasse mich da mal überraschen. Wie gesagt, Force of Nature, sogar in 4K, richtig cool. Endlich mal wieder eine 4K in den Händen zu halten. Ich habe schon seit 3 Monaten, glaube ich, keine gehabt. Also schon ewig nicht. Wie gesagt, es kam mir nicht raus. Ja, cooles Cover. Mag ich eigentlich immer nicht so, wenn hier, das ist ja bei vielen Cover weiß und dann hier alles so ist. Naja, ist egal. Wendecover. Ja, mal sehen. Ihr habt dann noch die ganzen Details. Das Bein. Force of Nature. Wie gesagt, wenn es immer ein paar weniger Filme sind, da erzähle ich noch ein bisschen zu, weil sonst wird es ja allzu kurz. Aber wenn es immer mal ein paar mehr Filme sind, wie jetzt das letzte Update, was ich drin habe, das war das Müller-Update. Es waren ja um die 15 Filme, da ich ja über 20 Minuten, da kann ich nicht zu jedem Film hier 10 Minuten quasseln, sag ich mal. Dann hat man, auf den habe ich schon lange gewartet, echt. Damals habe ich in der Kinovorschau bei uns beim Cinemax gesehen, das war noch im Februar, da war ja noch nicht mit Corona, da war alles normal, Kino. Habe ich gesehen, Fantasy Island, da gibt es ja, ich glaube, von früher eine Serie. Habe ich nie was gehört drüber, also wirklich nichts. Und da habe ich so gesagt, ja, mal sehen. Und da habe ich gesehen, Blumhouse, oh, geil, sammle ich. Muss sagen, hier. Der ist auch von Blumhouse. Ich habe mir auch letztens noch The Hunt gekauft. Auch von Blumhouse. Also die machen sehr viel. Ja, wie gesagt, da kam der im Februar im Kino nie was gehört so drüber. Aber leider nur geschnitten. Also hier ist ja der Unrated Cut. Die andere Version. Also hier ist noch die Kinoversion mit drauf. Aber ohne Brüste und ohne Blut. Also richtiger Kack. Das geht nur um die 30 Sekunden länger. Aber die haben halt viel rausgeschnitten, so ohne Zeitverzögerung. Also bei manchen, da haben die BHs an, die Frauen, und bei manchen sieht man halt die Brüste. Also, weil das in den USA PG-13 war, also für junges Publikum, da spielt noch Michael Penner mit.
Da haben sie den halt geschnitten und nur in dieser Version. Ich glaube, den gibt es auch nur in dieser Version. Ja, die Kinoversion können sie sparen. Die guckt eh keiner an. Also, wer guckt sich die an? Wie gesagt, hier freue ich mich schon drauf. Fantasy Island von den Produzenten von Get Out, Halloween. Geile Filme. Ja, der wird hier immer nur gehatet. Scheiße, scheiße. Ich freue mich drauf. Ich finde den 100 pro gut. Allein mit der Insel. So. Also, ich finde dieses Setting schon geil. Wie gesagt, da kam ja auch im Februar im Kino. Ja, warum der jetzt so spät kam, weiß ich auch nicht. Steht auch Blumhouse Fantasy Island. Warum der jetzt zu spät kam, kann keiner richtig sagen. Ich weiß nicht, woran es lag. Der Quatsch, den ich noch nicht habe. Der kommt ja im. Wann kommt denn der? Nächste Woche, glaube ich, 15. Oktober. Wie gesagt, heute haben wir den 10. Ich habe den auch erst jetzt spät bekommen. Der kam ja am 1. Oktober. Ich habe den erst die Woche bekommen von Thalia. Die hatten den irgendwie Lieferverzug. Da wurde auch viel gekauft. Genauso wie Don't Let Go. Weil jetzt auch nicht viel rauskam, kaufen die Leute viel kleinere Filme auch. Wie gesagt, Blockbuster kommen ja nicht. Das sind ja so ein paar letzte Kinofilme sind ja noch drin. The Quatsch, Blumhouse, sag ich, Fantasy Island. Ja, wie gesagt, freue ich mich schon auf den. Bin ich mal gespannt, wie der ist. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, ja, nächste Woche kommt The Quatsch. Dieses Remake, amerikanische Remake, da kam ja auch im Januar im Kino. Ich glaube nach Neujahr, 6. Januar, kurz nach Neujahr. Und der ist ja bis heute nicht auf Blu-ray. Ich weiß nicht, die wollten den im Mai rausbringen. Irgendwie hat er sich verschoben auf Oktober. Ich weiß nicht, ob die das wegen den Hochoktober macht, Schocktober hier, weil ja viele Horrorfilme und da geht das vielleicht besser. Ich weiß nicht, ob es deswegen waren, die beiden letzten Sony-Filme. Ich weiß nicht, ob es deswegen war. Keine Ahnung. Ja, das war immer Fantasy Island. Dann auch ein Blumhouse-Film. Von den Produzenten von Get Out, Don't Let Go. Ja. Der Schlüssel für die Zukunft liegt in der Vergangenheit. Leider gibt es da keinen deutschen Trailer von dem Film. Hier erstmal der Spine. Obwohl bei einer MOA. Sei nicht wurscht. Auf jeden Fall, da gibt es keinen deutschen Trailer. Der kam auch nicht in Deutschland im Kino. Da habe ich mal geguckt, ja, bei der Amis kam er. Aber im letzten Jahr. Also, das wusste ich nicht. Ich habe von dem Film ehrlich gesagt nichts gehört. Da kam letztes Jahr bei den Amis im Kino, ich weiß gar nicht, 2019, wann weiß ich gar nicht mehr. Und bei uns kam da halt gleich auf Blu-ray, ich denke mal, die werden sie gesagt haben, hier lohnt sich eh nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall findet er hier seine Familie, alles tot auf, nur seine Nichte nicht. Irgendwie, also sieht ziemlich so strange aus so. Alle sind tot, nur seine Nichte nicht irgendwie. Und dann kriegt er noch eine Chance, um die Täter zu finden oder sowas in der Art jetzt. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber sieht sehr gut aus. Ich kann ja mal hier die vorlesen, weil ich jetzt nicht erklären kann. Du hast nur eine Chance, das Schicksal zu verändern. Hier wird es auch beschrieben. Als seine gesamte Familie ermordet wird, verliert Detective Jack Radcliffe den Boden unter den Füßen, bis er einen mysteriösen Anruf erhält. Am anderen Ende der Leitung ist seine verstorbene Nichte. Genau, die waren alle tot aufgefunden. Ashley, die beiden begreifen, dass das Mädchen aus der Vergangenheit anruft und versuchen gemeinsam den Mord an ihr aufzuklären. Noch bevor es geschehen kann, ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Also richtig cool, auch von der Story bin ich mal gespannt, wie da ist. Don't Let Go, das war der dritte. Und den letzten, den ich habe hier noch. Das ist einmal mit dem Christoph Maria Herbst. Highway to Hellas ist hier noch mit UV-Code. Ist schon. Und zwar habe ich den nicht bestellt. Den habe ich im Laden gekauft beim Kick. Sieht man auch hier für 3 Euro. Multimedia Deutschland 3 Euro. AT Österreich 3,20. Ist von Warner Brothers. Ja, die haben ja immer mal bei Kick, Teti, nicht Teti, Teti hatten sie auch mal Filme, genau. Teti hatten sie auch mal Filme, ist ja komplett weg. Bei Kick hatten sie jetzt auch noch DVDs, aber DVDs sammle ich nicht und war auch nichts weiter. Ja, war jetzt nichts weiter Be Begeisterndes dabei, sag ich mal. Da wollte ich den mal mitnehmen hier, keine Ahnung, ob da was ist. Ja, ich sehe ihn eigentlich gern, hier Christoph Maria Herbst. So, jetzt steht scharf. Ja, habe ich mal mitgenommen. Wie gesagt, 3 Euro kann man nicht falsch machen. Da waren noch zwei andere, aber pff,
War jetzt nicht für mich dabei. Also wie gesagt, das war das Update. Bisschen kleiner, aber die nächsten werden auf jeden Fall wieder größer, wenn ich dann einkaufen gehe. Weil jetzt kommt nichts, deswegen die Videos sind jetzt alle fertig. Also die habt ihr dann natürlich schon gesehen. Und da habe ich jetzt erstmal Zeit. Ich denke mal so, Anfang November wird doch ein bisschen was bei Müller. Ich sammle das immer, bestellt's, dann holt's ab quasi. Und da habe ich jetzt erstmal die Videos für Oktober komplett. Deswegen brauche ich jetzt keinen Stress machen mit den Videos und halt die quasi fertig erstmal. Wie gesagt, ich bin jetzt schon bei Ende November. Ich wollte eigentlich ein großes Weihnachtsspecial machen. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Mal gucken. Ja, naja, mal sehen. Werdet ihr ja dann sehen, was ich mache. Wie gesagt, nochmal die Filme in Schnelldurchlauf. Einmal Highway to Hellas. Don't Let Go. Ich hätte mal hier noch Fantasy Island und Force of Nature. Sehr cool. Ja, wie gesagt, das Video werdet ihr am 29. Was macht er denn jetzt hier? Will man versuchen, scharf zu stellen. Ist ja automatisch scharf stellen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, 29. November müsste das Video jetzt kommen. Also werdet ihr das sehen. Wir haben heute erstmal den 10. Habe ich aber auch schon gesagt. Naja, jetzt verquassel ich mich hier noch und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Könnt ihr was zu dem Film schreiben? Vielleicht habt ihr die bis dahin schon gesehen, weil die sind ja jetzt schon lange draußen. Schreibt es in den Kommentar und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten XXL-Video. Bis dann, Leute, und ciao.